Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Game Dev Tycoon. Wir starten auch gleich. Schauen wir mal, wo sind wir? 74 Forschungspunkte, 25.300 Fans, 2,1 Millionen im Jahr 12 und haben gerade Pirates of the North Sea draußen mit 29.400 verkauften Einheiten. Okay. Dann forschen wir mal eine Runde mit 74 Forschungspunkten. Kann man einiges verbessern. Machen wir mal Soundtrack. Du trainierst mal und zwar Pixie Cup. Und du trainierst mal deine Technologie hoch, Coach M. Magdalene, es gibt seit kurzem einen klaren Trend zu Rollenspielspielen. Okay, dann machen wir gleich mal ein Rollenspiel, würde ich sagen. Fonny kündigte heute die heiß ersehnte Nachfolgemodelle seiner beliebten PlaySystem an. Die PlaySystem 2 ist mit einer besseren Hardware ausgestattet, um mit der neuen Generation von Spielkonsolen wie der Dreamcast konkurrieren zu können. Der Schwerpunkt der PlayStation 2 liegt anders als bei der Dreamcast nicht auf Online-Spielen. Die Konsole setzt stattdessen auf die Stärken des Vorläufermodells: ein solider, verbesserter Controller mit Vibrationsreduktion, eine verbesserte Grafik, DVD-Funktion und sogar Kompatibilität mit PlayStation System einspielen. Okay. Du bist fertig. Nachricht Master V wird nicht mehr unterstützt, okay. Pirates of the North Sea wurde vom Markt genommen, es wurden 41.400 Einheiten verkauft und 290.000 Umsatz erzielt. War ja eher so ein Flop. Forschende Neuheit. Seit ihrer Markteinführung ist die Dreamcast von Wehner eine der bestverkauften Konsolen der Geschichte. Neuerdings scheint jedoch die anstehende Veröffentlichung der PlayStation 2 die Verkaufszahlen zu bremsen. Falls die PlayStation 2 dem Hype nach dem Verkaufsstart gerecht wird, dürfte Wehner sich in großen Schwierigkeiten befinden. Lohnt sich eine neue Engine zu machen? Können hier noch. Ja, ein paar Sachen können wir dazu machen. So, entwickeln mit 330 Punkten. Zack, zack, zack. Ziemlich teuer. Wir müssen ein gutes neues Spiel rausbringen. Mit der Engine. Forschende PC-Software-Gigant Micronoft hat heute angekündigt, mit einer eigenen Konsole namens M-Box in den Markt einsteigen zu wollen. Die erste Vorführung war beeindruckend. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich die M-Box gegen die beliebte Dreamcast und die kürzlich angekündigte und lang ersehnte PlayStation 2 behaupten wird. Die M-Box soll in den kommenden Monaten auf den Markt kommen. Okay. Nachrichten: Heute wurde die Plattform PlaySystem 2 von Fonny veröffentlicht. Branchenneuheit. Der Verkaufsstart der PlaySystem 2 war ein phänomenaler Erfolg. Sie ist überall ausverkauft, da der Hersteller mit der Nachfrage kaum mithalten kann. Fans sind teilweise darauf ausgewichen, die Konsole auf Online-Auktionen für den bis zu fünffachen Preis zu ersteigern. Während Fonny es geschafft hat, den erfolgreichsten Verkaufsstart der Geschichte hinzulegen, sind die Verkaufszahlen der Dreamcast von Fehner komplett eingebrochen. Angebot. Nachricht entschlüsseln. Unsere Agenten haben es kürzlich geschafft, sich ein paar Forschungsunterlagen zu leihen, die Sie interessieren könnten. Wenn Sie Interesse daran haben, überweisen Sie 19.000 auf den eng Uplink-Verbindung. Wir werden Sie kontaktieren, Agent Bluffish. Machen wir mal. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Du hast Schule erfolgreich erforscht. Okay, in Micronoft hat eine Verzögerung der Veröffentlichung seiner M-Box bekannt gegeben. Sie kommt nun im Laufe des Jahres auf den Markt. Gerüchten zufolge hat der unglaubliche Erfolg der PlaySystem 2 Micronoft dazu veranlasst, die Veröffentlichung der M-Box zu verschieben. Engine fertig, 500k Spielengine. Investiere über 500k in eine neue Spielengine.
Jawoll. Neues Spiel entwickeln. Thema. Ein Rollenspiel. Machen wir Mittelalter-Rollenspiel. Und dann das Medieval. Machen wir für alle, ja. Für alle passt. Zack. Spielengine 4. Weiter. Entwicklung starten. Engine brauchen wir dafür nicht, aber Story und Quest und Gameplay machen wir mal so. Verzweigende Erzählung machen wir. Okay. Hallo, ich bin Julian Rieksdahl von GamerPro. Ich habe gehört, dass Activision gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Akzeptieren. Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spielentwicklung getroffen werden. Müssen wir Unternehmen Schwerpunkte in einzelne Entwicklungsbereiche setzen? Ihr neues Spiel ist Mittelalter-Rollenspiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz oder eher auf Grafik setzt? Ich würde mehr auf Grafik setzen. Danke für Ihre Zeit. Okay. In Ihrem kürzlichen Interview mit Activision haben wir über die kommenden Mittelalter-Rollenspiele gesprochen und haben Firmengründer Neoturnity gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagte Neoturnity, dass Grafik besonders wichtig für so ein Spiel sei. Und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jede Spielentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen, da ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Zack. Machen wir einen Dialogbaum und Easter Eggs auch noch dazu. Zack. Spielwertdesign, Grafik, Soundtrack. So, hoffentlich wird das was. 96,74. Sollte eigentlich ein gutes Ding werden. Ja, investieren wir auch noch. Oh, sind wir kurz vor der Pleite? Das Spiel muss was werden. Neuer Rekord bei beiden. Okay, Spiel veröffentlichen. Wir haben erste Bewertung erhalten. Jawohl, 10, ein Meisterwerk. Ich wusste es. 10 Mittelalter und Rollenspielen, das ist eine sehr gute Kombination. Jawohl. 10, das Beste seiner Art. Und 9, 9, hervorragendes Spiel. Warum kommt da nicht das die vierte 10 zusammen? So, dann macht einer mal einen Spielbericht fertig. Der nächste erforscht mir mal. Neues Thema. Aliens. Und du machst Forschung. Neues Thema. Mode. Es scheint, dass sich der Markt derzeit wieder normalisiert hat. Okay. $87.595, okay. Wenn ich es richtig im Kopf habe, waren das sogar mehr als letztes Jahr, aber immer noch nicht unter der Top 100. So. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Medieval ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Mittelalter und Rollenspiel ist eine großartige Kombination. Grafisch scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Themen, Zielgruppenübereinstimmung, Mittelalter, alle großartig. Okay, dann schauen wir mal Spielehistorie, ob wir eine Fortsetzung von etwas Alten machen können. Davon haben wir schon einen Teil gemacht. Machen wir Resident Evil 2 oder haben wir den auch schon gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Haben wir. Okay. Und sonst haben wir hier SimCity. SimCity 2 machen wir.
Meine Damen und Herren, der Überraschungshit des Jahres ist Medieval von Activision. Das Leveldesign ist anspruchsvoll und zugleich überraschend intuitiv. Ich habe mich nie so gefühlt, als ob ich durch einen Level geführt werde, habe ich aber auch nicht im Level verirrt. Eine großartige Leistung an Activision. Sorgt bitte für noch mehr Hits an die Kunkel Electronic Games. Fortsetzung von. SimCity. SimCity 2. Plattform PC. Spielengine 4. So, machen wir Gameplay voll, Engine so halb, Story Quests machen wir recht runter. So. 23:20 nach dem ersten Ding. Okay, künstliche Intelligenz. Level Design machen wir mal so. Dialoge machen wir runter. So, Spielwertdesign machen wir recht runter. Sound machen wir hoch. Grafik lassen wir so. Oh, das sieht auch wieder nach einem guten Spiel aus. Auch wieder über die 70, 76, 76. Hype 17. Ich hoffe, wir werden dem Hype gerecht. Wir müssen mal wieder ein bisschen in den Plus kommen. Medieval wurde vom Markt genommen. Es wurden 177.800 Einheiten verkauft und 1,24 Millionen Umsatz erzielt. Und neuer Rekord bei Technik mit 79. Levelausstieg bei Level Design. Neue Forschung verfügbar, Minispiele. Forschung. Hundertzwanzigtausend Credits sind schon eine Menge. Wir haben erste Bewertung für unser Spiel SimCity 2 erhalten. Was so schlecht? Oh Gott, wenig aufregend, dafür die Erwartung nicht ganz. Durchschnittliche Fortsetzung, hab schon Besseres gesehen. Okay. Spielbericht erstellen. Okay, schade, dass die Fortsetzung nicht so gut angenommen wurde. Grafisch scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Okay, neues Spiel entwickeln. Ich sollte ein neues Spiel entwickeln. Thema wählen. Machen wir nochmal Horror-Action für Erwachsene und nennen es Hunter. Wie gesagt, ich bin sehr einfallsreich, was neue Namen angeht. Das passt doch so. Heute wurde die Plattform M-Box von Microsoft veröffentlicht. Okay. Zack, zack, zack. Ich würde schon gar wieder über die 2 Milliarden, 2 Millionen, nicht 2 Milliarden. Nee, in welchen Dimensionen lebe ich denn gerade? SimCity 2 wurde vom Markt genommen, ist von 65.700 Einheiten verkauft und 450.000 Umsatz erzielt. Also eher ein Flop in unserer Geschichte, aber das passiert nochmal. Neuer Rekord bei Technik, Gameplay, Levelaufstieg, 3D-Grafik V2, Levelaufstieg. Dann in den Urlaub schicken, in den Urlaub schicken. Wir haben erste Bewertung für unser Spiel Hunter erhalten. Was ist denn jetzt drinne? Jetzt haben wir einen Wurm drinne wieder, wa? Oh. Ich sehe unser Geld schon flöten. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Horror und Action ist eine sehr gute Kombination. Naja, und wenig aufregend. Spielbericht erstellen.
Ja, Forschung auf verfügbar Erfolg, ne? Okay. Ja, forschen oder trainieren brauche ich ja nicht, weil ich brauche das Geld. Oh. Neues Spiel machen wir. Game Dev Simulation und dann das Spieleentwicklung. Oh Gott. Ich sehe es schon kommen, dass wir vielleicht bankrott gehen. So. Fertigstellen. Neuer Rekord. Jawohl. Clinton Harris hat einen Levelabstieg, also kriegst du auch wieder mehr Gehalt. Okay. Spezialtraining verfügbar für Clinton Harris. Ich weiß, aber bringt uns nichts. Aber hiermit beende ich die Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann.